Das war jetzt noch als kleine Nebeninformation am Ende des Videos. Ja. Jo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's, euer YouTube-Team, und heute eine Riesenrutsche gehen wir heute. Nein, die gehen wir heute nicht. Wir gehen heute. Wir fliegen heute. Nein, machen wir heute auch. Wir gehen heute einfach in den Boeing 747 im Technikmuseum Speyer. Ja, das ist ein Technikmuseum, wie schon gesagt, und über Flugzeuge. Zum Beispiel hier ist auch ein Space Shuttle, da waren wir heute auch schon drin. Habe ich leider nicht gefilmt. Und deshalb sind wir jetzt auf dem Weg zur Boeing 747. Das ist, glaube ich, da ist sie schon, oder? Das ist nicht das. Gehen wir erstmal in eine etwas kleineres, eine etwas kleinere Maschine, noch eine Propellerteil. Da oben ist sie. Da habe ich nur ein Teil gefilmt, aber die bricht jetzt sich zusammen. Richtig. Und ja, so sah so ein Flugzeug früher aus, ist etwas schief. Also bequem ist was ja komplett anderes. Ja, also bequem ist da schon was anderes auf oben. So sieht so ein Cockpit aus und es, hoppla, das stinkt hier schon ziemlich drin und ist etwas schief. Deshalb muss man aufpassen, ja. Wenn ich auf den Latz geht, dann, oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Du kleine Sau. Da oben eine große Boeing 747. Und ich bin da unten angegangen, die kann also nicht runtergezogen werden, ne. Haha, das ist nur lustig. Es ist eine Bombe, die fällt runter. Das wäre ja ein dummer Tod. Gestorben in Boeing 747 im Technikmuseum Speyer, weil das Museum verkackt hat, ein Flugzeug zu befestigen. Das wäre jetzt der beschissenste Tod der Welt, wenn wir neu wieder gehen. Das ist ein Düsenjet. Das Scheiße. Und ich bin kaputt und es ist extrem hoch. Scheiße. Aber ja, klar. Jetzt geht's dann. Sind wir hier auf einer Aussichtsplattform von, ich ignoriere es einfach. Und hier kann man eine Riesenrutsche runter. Die gehe ich nicht, also die gehe ich runter, ja. Aber nicht dafür, da habe ich mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Da habe ich mal mit einer Fotokamera habe ich eine Rutsche gefilmt. Und ein One-Ride machen. Und da ist mir die Kamera voll in Sand gefallen. Und ich schaue jetzt nur auf die Kamera, weil ich sag mal so, ich möchte die Höhe eigentlich mal sehen. Und jetzt sind wir im Flugzeug, noch nicht. Ja, jetzt im Flugzeug. Ach du. Reise wird von Frankfurt nach Hongkong gehen. Einer der schwierigsten Flughäfen der Welt. Ja, scheiße. Es ist ein Sonntag im Spätsommer. Unser Kapitän auf diesem Flug ist Peter Rogowski, Flottenchef 747-400 der deutschen Lufthansa. Wow. Senior First Officer, dann müssen wir auch First Officer. Na gut, sie ist jetzt auch nicht gerade das Schönste. Schönsten Sitze, aber ich sag mir so, ach, wäre so schief. Also ein Videoprojektor. Aber ja. Und? Gefällt auf dem Pott? Und die kacken, ja? Aber ist ja auch. Seite eine Leere, da gehe ich, glaube ich, drin. Das ist noch eine. Da gehe ich gleich hoch. Das ist da vorne. Begehen auf eigene Gefahr. Ja, super. Oh, alles klar. Das mache ich auch. Hier oben ist ja noch sowas Kleines, ist aber nicht gerade.
gerade sehr viel. Und deshalb, nicht gerade schön. Es ist heiß hier drin mal wieder. Extrem heiß ist hier drin. Auch wieder so schief, dann denkt man auch, ja, das fällt gleich runter. Komm, mach mir mal die Tür offen. Und Fenster mit dreifach Schutz für die Sonne. Mach immer sehr schön. Jetzt gehen wir nochmal nach hinten. In etwas mehr als einer Stunde ist der Jumbo neu beladen auf dem Weg zum nächsten Ziel. Also unten geht es noch runter in den Laderaum, gehen wir auch noch schnell hinein. Oder auch nicht. Ne, da gehen die runter. So eine gerade Leiter runter. Da sage ich mal so, das fange ich nicht mit an. Dann gehe ich wieder runter. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir in das gelbe Flugzeug da unten gehen, sehen wir uns dann gleich wieder. Bis dann. So, jetzt mittlerweile bin ich schon wieder unten angekommen. Und ich habe ja von meinen Eltern die Erlaubnis bekommen, die anderen Flugzeuge da hinten, das sind Pfeile, auch noch zu besuchen. Das machen wir auch. Wir suchen gerne Sachen. Auch ein Boot, wo man drauf kann, das wäre auch super. Dann kann die da CL215. Ein Löschfahrzeug. Flugzeug. Und jetzt habe ich mir fast einen Grind hier angestoßen. Ach Mann, das ist alles so unbequem. Boah, das knackt ja hier. Mehr ist es hier auch wirklich nicht. Aber Exit, ja. Oder ein Brexit. Ist das so, knackt ja hier. Hier knackt ja alles dumm und dämlich. Es gibt auch noch ein U-Boot. Aber das filme ich, da hinten ist noch ein U-Boot. Aber das filme ich nicht, ich meine. Nein. Wenn man da hinten auch hin kann. Boah. Ist noch ein Boot. Das lasse ich, glaube ich. Da hinten. Aber. Ja, Leute. Da hinten sind noch Flugzeuge, gehen wir da mal zuerst hin. Und da hinten sind auch noch Flugzeuge, aber die schaue ich mir jetzt nicht mit dem Video an. Ich glaube, ich überbrücke mal diese Laufpassage. Da sehen wir. Das sehen wir dann. Die filme ich nicht. Ich meine, da oben ist noch ein Riesenflugzeug. Und da ist noch ein Düsenjet. Und da ist noch, keine Ahnung, was da ein Hund drin wäre und ein Hund in diesem Chat. Ja, was haben wir da? Der Innenmuseum, da kommen wir von, dass die Astronauten, da steht auch der Space Shuttle. Alles Video widme ich jetzt eigentlich nur den Flugzeugen. Da sind noch andere Gebäude, andere, irgendwie da, ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ach, Restaurant Hangar 10. Aber auch was gesoffen. Gut, da ist das U-Boot. Das schaue ich aber zusammen mit meinen Eltern an. Ich möchte auch alleine, aber das schaue ich jetzt. Da kann man auch einen Hubschrauber rein. Mach ich auch. Aber jetzt schauen wir erstmal hier diesen Hubschrauber hier an. Das ist der U9. Das ist U9. Also. Oh nein. Das U-Boot mache ich auch noch mit euch gleich. Aber zuerst gehen wir mal hier diesen Hubschrauber. Und dann kann ich meine Eltern schon spoilern. Sag ich, war nicht drin. War ich dann doch drin. Oh. Hier ist ein Hubschrauber. Kann mir noch gut vorstellen. Ich meine, das sitzt man dann so im Militär, ja? Dann sitzt man so. Und dann denkt man, scheiße. Dann will man den Fallschirm da rausspringen. Und dann wird man direkt mit dem Krieg. Im Krieg verwickelt. Das ist so ein Ladeflugzeug. Oh, wie toll. Ich hab mal gehört, ist ja so, war mal so ein Flug mit so einem Ding, da wurden Kinder damit und erwachsene Leute damit getan. Und dann ist plötzlich einfach diese Ladebalken hochgegangen, also runtergegangen, weil man das, keine Ahnung warum. Und das ist einfach diese Ladebalken.
da. Dieser Verladebalken, der dann hochgeht, wenn man Sachen reinpackt, der war abgebrochen. Er war weg. Wusch. Gerade der Karoline raus. Triebwerk war kaputt. Also, ich habe kein Triebwerk, also das ist kaputt. Ja, da war man auch am Arsch, aber. Ja. Und ich glaube, ist U9. Aber okay, diese. Oh, komm, das ist ja nicht. Ja, nee, das ist ja. Da kommt jetzt irgend so ein Auto vorbei. Interessant, Regenknall. Nein, da gehe ich nicht. Das ist glaube ich, quasi das Gleiche. Ja, nein, das brauche ich nicht. Ich kann auch auf dem Boot. Geil, besagt. Aber das Ding, da geht wieder an, schau mal, wie man auf dieses Boot kommt. Und dann das Highlight U9. Also, dann bin ich schon wieder. Ich habe das gefilmt, dass ich angefangen bin, hier durchzulaufen. Weil ich durfte alleine. Meine Eltern und meine Schwester wollten unbedingt einen Kaffee trinken. Ja, okay. Will ich jetzt nicht unbedingt. Ich will da lieber sowas anschauen. Und ja, da dachte ich mir, ich habe ja nicht gefragt, dann dokumentiere ich das doch gleich. Und hier geht es dann zum Laderaum. Da hinten ist wieder irgend so ein. Hier wird dann so ein Film erzählt. Erzählt er was? Ein Film erzählen, ja, ich kann auch erzählen, wie Star Wars geht, aber ich habe keinen Bock drauf. Jo, das ist dieses Teil, wo ich jetzt drauf stehe. Ist er abgebrochen. Weg. Ja, also. Dann. Oder wenn man da genau dann gestanden, da gestanden ist, da gab es dann kein Netz. Wenn man da gestanden und abgeworfen ist, dann war man tot. Dann war man, so sieht so ein Teil aus, als fliegt. Motor oder kann er sein, Motor ist viel größer. Und so sieht das Teil, so sah das Teil aus, als in Betrieb war. Müsste ich einfach auf Stopp drücken. Ich hab da jetzt keinen Bock drauf, das so zu. Hier geht's ja nochmal höher. So eine Klappe und da. Haben wir dann. Einsitzerpilot. Und ich sag euch jetzt mal ganz ehrlich, so wie es ist. Ich meine. Über Flugzeuge. Also, ich meine. Was meine ich jetzt? Die Flugzeuge. Das ist einfach das sicherste Flugmittel der Welt, glaube ich sogar. Sicherste. Aber trotzdem, wenn man da, ich meine, es ist ja ein beschissenes Gefühl, wenn man da runterstürzt. Dann aber war ich aber nicht tot. Das ist ja auch nicht toll. Das haben sie früher vielleicht da, dass diese Klappe da weggebrochen ist. Da war ja damals von Mayday. Alle am Kopf oder so. Wie ist die Sendung? Das glaube ich immer noch. Ab und zu ist früher N24, heute Welt. Das ist dann eine Welt. Ich glaube, das ist die Klappe, kann man zwei Seiten. Genau, kann man auf dem Boot und auf U-Boot. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal das Boot. Zuerst mal den Boot und dann das U-Boot. Ja, das ist weniger, das Boot und nachher noch ein U davor. Da hat immer U. Das heißt unter Wasser. Das ist Unterwasserboot und das ist Überwasserboot. Das ist ein Ü. Das ist ein Ü und das ist ein U-Boot. Das ist ein Ü-Boot und das ist ein U-Boot. Ü für Überwasserboot und U-Boot, ja, ist ja klar, für Unterwasserboot. Also Achtung! Das Begehen dieser Treppenstege und Plattform erfolgt auf eine eigene Gefahr. Was ist das? Kann die zusammenbrechen oder was? Das hoffe ich aber nicht. Boah. Also. Ja. Und noch ein Auto. Und wir sind schon wieder bei einer Viertelstunde. Eine Viertelstunde. Ja, toll. Also, wir gehen erstmal auf das Boot. So ein Panzer. Flugzeug. Halbe Flügel und dann U-Boot. Aber nach runter gehen. Kommen wir nie wieder hoch. Im Hochdruck gereinigt. Und auch am Boot zu steigen. Was nehmen? Runter geht's. Hier entlang ist die Krankenschwester oder der Krankenbruder in diesem Fall. Also meine Schwester, wenn ich krank bin, hat meine Schwester einen Krankenbruder. Hier Toiletten. Wir gehen, muss immer noch kacken. Ja, schön. Schöne Yacht. Da unten ist sind nur die Kajüten. Die Kajüten. Das ist ein Kakao, das sind die Kackhäuser. Ja, dann machen wir eine Dusche.
Was hast du für eine Verletzung, ne? Ja, wer ist hoch? Das Deck auf der anderen Seite ist halt genau das gleiche. Ich nehme schon die zweite Aufnahmerunde von hier, also. Nein, Spaß. Nur die erste, aber ich glaube, es ist genau das. Der ist mit 88. Gehen wir gleich rein. Oh. Es ist Gott. Da oben in diesem Flugzeug waren wir gerade. Da, in dieser Kirche war ich gestern. Sehr schön war sie. Und ein IMAX, da gehen wir heute auch noch rein. Ein IMAX, kein IMAX, nein, ein IMAX. Das ist, ja, das ist natürlich ein Kino. Obwohl, das ist wieder so 360 Grad wie Kino wie damals in Europa-Park. Man hat das über die Zeit gelernt. Jetzt schauen wir über, ja, Mission Mond heißt diese. Und wo, meine Schwester möchte unbedingt noch Delfine schauen. Wofür braucht man denn eine? Warum möchte man in einem Technikmuseum Delfine schauen? Ich meine, Delfine, ja, ich will Delfine schauen. Ja, warum möchtest du Delfine schauen, wenn man im Technikmuseum ist? Kann man jetzt sehr schlecht sehen. Okay, so sieht das dann aus. Warten Sie mal wirklich etwas länger. Könnt ihr alles anschauen. Wieder der Wetterstein. Ja, auch sehr lustig. Jetzt gehen wir mal. Das sind solche Dinge. Da möchte man mit seinem. Da möchte man jetzt keine Bekanntschaft mitmachen, also nahe, wenn es unter Wasser dreht. Also. Wir sehen uns, wenn wir wieder. Okay, nein, da gehe ich jetzt. Da komme ich ja nicht runter. Wow, diese Taube ist mir ja fast in die Fresse geflogen. Das mache ich dann privat. Ja, das filme ich dann auch. Nein, das filme ich nicht, weil das ist dann wieder. Nein. Vielleicht suche ich mir sogar ein Internetvideo, was ich dann abfilme und dann hier rein tue. Über die U. Und dann S188. Ich muss dann. Denken, weil ich muss ja auch noch schneiden und erst dann kann ich das hier einfilmen und das finden. Ich glaube, das ist mit so einer Kackleitung wie mir, weil ich muss alle Videos in 360p schauen. Tut mir jetzt wirklich sehr leid. Aber ich bin ja gerade in der Nähe von Speyern und habe einen Zwischenstopp gemacht und sag mal so, unser Hotel hat nicht die beste Internetverbindung. Und ja, kann ich halt auch nicht sehr viel dran ändern und es ist hier verdammt heiß. Und ja, also meine, ich möchte nicht noch länger, weil am Ende des Videos dann schneide ich nochmal ein Video von S188 rein. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal den Endspann. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch da habe ich sie verkackt, egal, das lasse ich jetzt extra sehen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, jetzt genießt das Video von der S188. So, jetzt noch als kleine Nebeninformation am Ende des Videos. Ja, wir wollten ja alles in den IMAX Dome, ja. Und ich habe meine Eintrittskarte verloren, irgendwo da. Und jetzt kann ich den Film dann schauen. Weil ich 30 Stunden draußen warten. Meine, jetzt sind ja noch. Ja. Ein bisschen mitschauen sollte, aber ich glaube eher nein. Jetzt schaue ich noch einen zweiten Film. Jetzt schauen wir nachher noch einen zweiten Film. Dann hat die Lösung, das ist Mission Mond, heißt er. Und den schauen wir uns dann noch schön an. Aber, wenn man eine Karte verloren hat, das ist nicht normal, der wurde mir geklaut.
keine Ahnung. Also, war nur so als kleine Nebensatzinformation.